Abschuss einer Todes. Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich, Hakone, du Arschloch. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Und meine Fabrik ist natürlich im Arsch. Boah! Mann! Ich werd schon wieder wütend. Ich hasse es, wenn ich wütend werden muss. Mann! Zahlungen sind eingegangen. Ja, das ist aber sehr spät. Hätte ich viel früher gebrauchen können, du Penner. Mann! Verstärkungen des Feindes sind im Anmarsch. Ja, die Verstärkung des Feindes ist andauernd im Anmarsch. Und das nervt mich auch tierisch. So. Mann. Wie wär's mal, wenn es heißt, Verstärkungen ihrer Verbündeten sind eingetroffen. Das wäre mal schön. Wenn mal ich Verstärkung kriege. Wenn mal die Fremen oder die Sadokar, die mit denen noch eine Rechnung offen haben, mal kommen. Mal einschreiten, aber nö, wieso? Lass sie doch angreifen mit ihrer tollen Todesahn. Ist doch egal. Atreides. Lass sie mal alleine kämpfen. Eigentlich habe ich mich auf den heutigen Aufnahmetag gefreut. Muss ich tatsächlich sagen. Aber irgendwie, wenn ich das schon wieder sehe und schon wieder mitkriege, kriege ich schon wieder die Krise. Und natürlich konzentriert sich sein Flieger prompt auf meine Schallwellen an. Ja, trotzdem. Ja, Kommandant. Mann. Ja, Kommandant. Zahlungen sind eingegangen. Vor allem, warum werden die Einheiten auf dem Radar nicht angezeigt? Was ist das denn für ein Mist? Ja, Kommandant. Alter. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Dieses Spiel macht mich echt teilweise wahnsinnig. Auch nur teilweise. Verstärkungen des Feindes sind im Anmarsch. Wieso ist da was aufgedeckt worden? Was ist das denn? Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Hier irgendwelche Gebäude, die ich zerstören muss, damit ich ihn schwächen kann. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Also man merkt schon, also der Angriff auf das Hauptquartier war sehr einfach. Ja, Kommandant. Und dafür ist jetzt der Angriff auf den Hauptplaneten dafür umso beschissener. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht warum. So. Neue Bauoptionen verfügbar. Ach, die brauche ich nicht aufwerten. Okay. Die Position wird ausgebildet. Ja, Kommandant. Das heißt, er hat sich das tatsächlich gemerkt. Okay. Das wiederum ist interessant. Dass sich der Bauhof das gemerkt hat, dass die Fabrik aufgewertet wurde. Das ist spannend. Muss ich schon sagen. Ist wiederum positiv. Gibt nicht nur negative Punkte, auch positive. Ja, Kommandant. Ne? Man muss ja auch mal was kritisieren dürfen oder was loben. Wird ausgebildet. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Einheit verloren. Abschuss einer Todesattacke tätigt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit. Und natürlich Zahlung wieder auf meinem Bauhof. Schön. Wird ausgebildet. Er liebt meinen Bauhof. Gebäude. Stärkungen des Feindes sind im Anmarsch. Ja, 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 ja. Neue Bauoptionen. Ich höre schon nichts anderes mehr. Wird ausgebildet. Rein da. Dafür bist du schließlich da, um zu reparieren. Also repariere auch. Danke. So. Es dauert ja eine Weile, bis er den... Alter.
Wenn ich das sehe, diese Truppenpräsenz. Alter. Wahnsinn. Ich guck gerade mal. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also die meiste Zeit haben wir uns tatsächlich heute mit den Harkonnen beschäftigt. Und seit langem mal wieder gab es eine Cutscene von den Atreides. Finde ich bemerkenswert. Ist eine Weile her, dass wir eine Cutscene hatten von denen. Das ist übrigens die erste Hälfte der vierten Session. Das sage ich nur schon mal nachher für das Rohmaterial, für die Verarbeitung. Und vor allem auch fürs nächste Mal, damit ich dann weiß, okay, das ist die zweite Hälfte der vierten Session. So. Ich sollte nicht gerade dann angreifen, wenn der Gegner angreift, sondern ich warte erstmal, bis er mit seinem Angriff durch ist und dann schlage ich zu. Wunderbar. Die sind auch bestimmt schnell, die Sadokar. Ja, killed by friendly fire. Drei wurden getroffen, oder vier. So ein bisschen der Nachteil, dass sich die Truppen gegenseitig beschießen können. Natürlich kommt genau jetzt seine blöde Streitmacht angeschissen, ne? Genau jetzt. Nee, ist klar. Sehr gut. Wird ausgebildet. Und natürlich greift er genau die an. Natürlich. Du scheiß KI. Warum siehst du die? Du sollst sie nicht sehen. Mann. Es ist unglaublich. Ja. Mach es dir wie immer schön einfach. Toll. Echt. Das ist so eine Frechheit. Mann. Wird ausgebildet. Kann der nicht mal blöd sein? Beziehungsweise er ist ja ständig blöd. Aber blöd im Sinne von, er sieht sie nicht. Mann. Nein, natürlich sieht die KI sie sofort. Natürlich. Boah. Bin ich wütend. Mann. Bau hat begonnen. Es muss einfach in einer Session Fortschritt geben bei mir. Das geht nicht anders. Es muss einfach Fortschritt zu sehen sein. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich unbedingt Skill beweisen will, sondern ich will einfach persönlich was erreichen. Was habe ich jetzt erreicht? Ich habe eine Mission geschafft, die ich eigentlich schon vorher geschafft habe. Toll. Super. Bei der Mission kacke ich gerade königlich ab. Mann. Ich will den Arschlöchern einfach nur den finalen Endschlag geben. Damit sie endlich mal raus sind. Ja, wieder die Todeshand. Na, wieder auf meinem Bauhof. Nein, auf meinen Hangar. Das geht ja noch. Mein Hangar kannst du ruhig angreifen, den brauchte ich nicht mehr. Na, kommt jetzt die nächste Streit mal angerollt? Nee, nicht ganz. Ich dachte schon, jetzt kommt gleich direkt die nächste Streitmacht hinterher. Meine Güte nochmal. Und natürlich prallt er rein zufällig mit meinem Panzer zusammen. Rein zufällig. Ja. Wer es glaubt, wird selig. Ich glaube so schon lange nicht mehr an Zufällen. Gerade wegen so einer Scheiße glaube ich nicht an Zufälle. Wenn KI das genau sieht, dass ich da bin. Sieht das genau. Natürlich handelt sie auch dementsprechend. Zu wenig Geld. Ja, Kommandant. Ich hasse es, von anderen abhängig zu sein. In Spielen. Ich finde das furchtbar. Dadurch, dass ich jetzt so scheiß abhängig bin von diesem blöden Mentat, hat der Harkonnen einen beschissenen Vorteil gegen mich. Dass seine Truppen da jetzt die ganze Zeit rumlungern, finde ich auch nicht geil. Wie soll ich da durchkommen? Verstärkungen des Feindes sind ja. Der kann sich mit Verstärkung totschmeißen. Was krieg ich? Gar nichts. Außer ein Almosen von 2000. Das war's. Zu wenig Geld. Ja, wir sehen deine tolle Streitmacht. Also ich schwank ja immer wieder hin und her zu überlegen, ob ich die Harkonnen und die Ordos noch mitziehe oder nicht. Inzwischen schwanke ich echt dazu, eher zu sagen, nö. Atreides und dann Schluss.
Zahlungen sind eingegangen. Weil das ist mir echt teilweise zu blöd. Wenn da noch solche ähnlichen Missionen aufkommen, wo du von anderen abhängig bist. Boah, ne, muss ich nicht haben. Vor allen Dingen derselbe Scheiß blüht uns ja noch mit den Orders. Oh. Oh. Ja, Commander. Ja, es ist nicht einfach. Und ich bin auch nicht einfach. Das gebe ich zu. Ich bin wirklich nicht einfach. Ja, Commander. Ja, Commander. Das kann anstrengend sein, ja. Ja, Commander. Ja, Commander. Also ich glaube, nach der Aufnahme überlege ich mir nochmal, ob ich direkt im Anschluss Warlords Battlecry 2 aufnehme, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich ein bisschen Vorrat habe, aber ich hatte wie gesagt, auf der Arbeit, da hatte ich so richtig Bock gehabt, nach der Arbeit direkt nach Hause zu gehen, ein bisschen was futtern, gleich direkt nonstop loszulegen mit aufnehmen. Ja, Commander. Aber wenn ich das hier schon wieder erlebe, die Scheiße hier, da habe ich schon wieder keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Dann würde ich am liebsten sagen, wisst ihr was, Aufnahmeschluss, danke, tschüss, das war's für heute. Mann, bei mir muss es muss einfach Fortschritt erkennbar sein. Das hat nicht nur was mit euch zu tun, dass ich euch was präsentieren will, sondern für mich ist das auch, gerade für mich ist das wichtig, dass ich mir, ja, dass ich selber sagen kann, Mensch, du hast was erreicht. Momentan kann ich mir das nicht sagen. Momentan kann ich mir sagen, Alter, du bist zu blöd zum Scheißen, kriegst alles nicht mal hin, das Hauptquartier, beziehungsweise das Hauptquartier von denen habe ich ja zerlegt. Aber du bist einfach nicht in der Lage, die einfach mal zu vernichten. Na, was kriegt ihr jetzt? Ja, Streitkräfte, die ihr eigentlich gar nicht braucht. Ja, genügend Streitkräfte. Abschuss einer Todeshand. Ja, natürlich, natürlich. Die nächste Todeshand. Na, wo geht sie dieses Mal hin? Ja, natürlich, natürlich. Wird ausgebildet. Oh. Hakonnen, ihr geht mir so auf die Nerven. Das glaubt ihr gar nicht. Bin ich froh, wenn die endlich weg sind. Wenn diese scheiß Todeshand sich nicht mehr einmischen kann. Ich hoffe, die Orders haben irgendwas anderes. Aber nicht die Todeshand. Sonst kriege ich langsam echt zu viel. Zu ihrem Deal, ich werde mir das mal ansehen. Was der Falkenschlag von den Atreides drauf hat, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Pionier meldet sich da. So, du kannst jetzt aufhören zu brennen. Beziehungsweise kannst jetzt aufhören, deine radioaktive Strahlung da loszulassen. So. Gebäude repariert alles wie im grünen Bereich. Der lässt da immer noch seine Truppen rumstehen. Zahlungen sind eingegangen. Mann, die soll er zum Angriff benutzen, damit ich da auch mal wieder angreifen kann. Wird ausgebildet. Vor allem möchte ich mal seinen Palast erwischen. Es gibt auch keinen anderen Zugang, ne? Es gibt nur diesen einen und den hat er so bombig gesichert. Ja, die erste Hälfte der vierten Session war schon mal ein voller Erfolg, würde ich mal sagen. Und ja, wenn ich schlecht gelaunt bin, werde ich schnell sarkastisch. Das ist ja zum Beispiel mal dem Rimni hier aufgefallen, der sich das hier bestimmt nicht anschaut. Ansonsten eine herzliche Grüße und nicht nur an ihn, sondern auch an alle anderen Zuschauer da draußen, die sich das antun oder angucken. Zum Beispiel die Marion und die Sabrina Becker. Das sind die einzigen beiden, von denen ich das weiß, dass sie sich das überhaupt angucken. Zu wenig Geld. Jedenfalls bisher. Es kann ja auch sein, dass noch Leute im Nachhinein dazu stoßen, was mich sehr freuen würde natürlich, ganz klar. Auch ihr dürft euch gerne herzlich begrüßen. Alter. Achso, er war noch gar nicht fertig. Zu wenig Geld. Ach, da stehen immer noch zwei. Oh. Mein Gegner liebt es irgendwie, Truppen rumstehen zu lassen. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie ist das so ein Fetisch von ihm. Einfach mal ein paar Truppen liegen lassen. So, und jetzt lauft. Sehr schön. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Zu wenig Geld. Okay, 4 Minuten. Oh, da stehen immer noch diese dicken Streitkräfte meines Gegners da am Weg. Immer noch. Zerstört die Fahrzeuge. Und jetzt stehen da. Und tschüss. Und tschüss. Und weiter. Mach den Raumhafen platt.
keine Verstärkung mehr. Na super. Einer bleibt mir übrig. Wie großzügig. Alter. Ist das großzügig, ey. Einer bleibt mir übrig. Das ist aber sehr großzügig, Meister. Mann. Ich würde die Säcke so gerne in den Boden stampfen in dieser Session. Ja, natürlich. Die Todeshand wieder mal. Und wieder mal auf meinem Bauhof. Ah, ja, ja, KI. Ich weiß, du liebst meinen Bauhof. Ich glaube, ich werde tatsächlich die Session ein bisschen, aber auch nur ein bisschen verlängern. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Ich krieg nicht mal den Ingenieur voll. Ich glaub's nicht. Wird ausgebildet. Ey, Leute. Komm, verkauf das Ding. Ich muss den Pionier haben. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Boah. Habt ihr das gesehen? Wie schnell sein Lebensbalken runterging? So schnell konntest du ja gar nicht hingucken. Alter. Natürlich baut er feuchtfröhlich weiter. Aber bald nicht mehr, Freundchen. Bald nicht mehr. Jetzt ist mal Schluss mit Bauen hier. Jetzt gibt's königlich auf die Fresse. Gegen Einheiten sind sie überaus stark, aber gegen Gebäude scheinen sie eher schwach zu sein. Wenn ich mir das mal so angucke. Wird ausgebildet. Ja, natürlich. Ist ja die KI. KI darf das. Bei mir wäre das Gebäude so schnell weg gewesen, hätte ich gar nicht hingucken können. So schnell wäre es weg gewesen. Haltet euch die Ohren zu. Für den Herzog. Haltet euch die Ohren zu. Ja, Commander. Ja, mit einem einzelnen, tapferen Schallwellenpanzer leiten wir das Ende der ersten Hälfte der vierten Session ein. Zu wenig Geld. Und mit diesem Spruch. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Team 2 steht in den Startlöchern, das ist gut. Wellenwerfer bereit. Für den Herzog. Harmonien eingestellt. In Bereitschaft, für den Herzog. Zu wenig Geld. Zahlungen sind eingegangen. Na. Haltet euch die Ohren zu. Der Almosen ist gekommen. Ist es nicht schön? Schallpanzer volle online. Volle Kraft. In Bereitschaft. Haltet euch die Ohren zu. Volle Kraft. Volle Kraft. Einheit verloren. Wie Einheit verloren. Ja, der greift einfach nicht an, der lässt sich platt machen. Ich glaub's nicht, ey. Nein. Wird ausgewählt. Leute, das ist nicht euer Ernst. Ja, die Zeit ist um. Klasse. Ein richtig gutes Ende für diese Session. Muss ich sagen, ich bin begeistert. Ja, Commander. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, Commander. Ja, Commander. Einheit verloren. Ja. Wird ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Session an dieser Stelle. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn ihr tapfer bis hier durchgehalten habt.
meine Wutausbrüche immer noch erdulden wollt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Emperor Schlacht um Dio. Hoffentlich dann besser gelaunt und hoffentlich dann auch mit mehr Erfolg. Ich wünsche euch bis dato einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr es gucken werdet. Ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen bleibt mir gewogen.